Letztes Beispiel. Das letzte Beispiel sind die sogenannten Polyominos. Das ist eigentlich mal entstanden, das soll ein S sein hier. Das ist eigentlich mal entstanden aus einem Spiel und Sie werden auch gleich sehen, das hat sehr viel Ähnlichkeit mit Tetris. Polyominos sind geometrische Figuren, die man aus kleinen Kästchen zusammenbauen kann. Also Beispiele für Polyominos wäre sowas hier. Dieses Ding hier ist zusammengesetzt aus fünf kleinen Kästchen. Das ist ein kleines Polyomino. Noch kleiner wäre sowas, was nur aus zwei Kästchen zusammengesetzt ist. Daher kommt auch der Name. Das nennt man ja einen Dominostein. Und Polyomino ist sowas wie eine Verallgemeinerung von Dominosteinen. Statt zwei können Sie auch mehrere nehmen. Sie können sowas machen. Das wäre ein Polyomino. Und dann sehen Sie auch, wie das mit Tetris zusammenhängt. Tetris-Steine sind die Polyominos, die aus vier Würfeln zusammengesetzt sind. Ne? In Tetris steckt ja Tetra, also die vier drin. Daher auch der Name. Vielleicht sollte ich erst noch mal sagen, was keine Polyominos sind. Polyominos, sowas hier zum Beispiel, was nur über so eine, über einen Punkt zusammenhängt, das würde nicht als Polyomino zählen. Und was auch nicht zählt, sind irgendwelche Figuren. Das hier, was ich hier gezeichnet habe, wäre noch ein Polyomino. Aber wenn ich hier in der Mitte jetzt ein Loch reinmache, dann ist es kein Polyomino mehr. Also das ist auch keins. Also Bedingung, es muss zusammengesetzt sein aus Quadraten, die alle gleich groß sind und die müssen immer mit ganzen Seiten aneinander sitzen, nicht nur über eine Ecke und auch nicht so halb, das ist auch nicht erlaubt. Sie dürfen jetzt nicht sowas machen und ein anderes so halb daran schieben, das geht auch nicht. Aber ich glaube, das ist eigentlich klar, was Polyominos sind. Und die Frage, die man sich, also eine von vielen Fragen, die man sich bei Polyominos stellen kann, ist, kann ich mit denen zum Beispiel die Ebene parkettieren, das ist der mathematische Fachausdruck dafür, aber parkettieren ist eigentlich auch klar, was damit gemeint ist. Genau das, was Sie auch mit wirklich mit Parkett machen. Sie stellen sich vor, diese Steine, die Sie haben, sind sowas wie Fliesen und Sie wollen Fußboden fließen, sodass alles schön aneinander liegt, der ganze Fußboden bedeckt ist und es keine Lücken gibt. Ja? Und das Programm, das Problem kann, je nachdem, welche Polyominos Sie zur Verfügung haben, ziemlich kompliziert werden, weil es nämlich ziemlich viele Polyominos gibt. Vielleicht zeige ich Ihnen das erstmal. Das hier ist eine kleine Demo, die alle Polyominos mit 3, 4, 5 und 6 Bausteinen zeigt. Mit 3 gibt es nur die beiden. Jetzt werden Sie sagen, Moment mal, es gibt auch noch andere. Ich könnte doch zum Beispiel so rum das Ding machen. Hier ist gleich schon mit einbezogen, wenn man ein Polyomino aus einem anderen dadurch bekommt, dass man es dreht. Dann wird das nicht extra nochmal gezählt. Zum Beispiel dieses Ding hier könnte ich ja zum Beispiel um 90 Grad drehen, dann würde ich so ein Hochkantstehendes haben. Das haben Sie aber nicht nochmal extra aufgeführt. Und dieses Ding, wenn ich das um 90 Grad drehe, kommt auch jeweils wieder ein anderes raus. Aber das ist eigentlich immer dasselbe wie das hier. Also mit 3 Bausteinen gibt es eigentlich nur 2 Polyominos. Wenn ich 4 Bausteine zur Verfügung habe, gibt es schon mehr. Das sind theoretisch alle möglichen Tetris-Spielsteine, die es geben kann. Sie sehen zum Beispiel, diese beiden sind wirklich verschieden. Der letzte und der drittletzte, weil der eine nicht aus dem anderen durch Drehung hervorgeht, sondern dafür müsste man spiegeln. Ne? Nur durch Drehen kriegen Sie das nicht. Bei 5 Bausteinen bekommen Sie schon so viele hier. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel 6 nehmen, dann haben Sie das ganze Ding schon voll. Das sind alle Polyominos, die Sie mit 6 Bausteinen hinbekommen können. Und auch hier ist es zum Beispiel wieder so, dass auf den ersten Blick man denken sollte, hier das letzte in der dritten Reihe, ist das nicht dasselbe wie das vierte in der letzten Reihe? Ist es aber nicht, weil die beiden nicht durch Drehung auseinander entstehen. Ne? Also erstmal, das ist der Vorrat an Polyominos und wenn Sie jetzt noch höher gehen, gibt es natürlich noch viel mehr. Und eine von vielen Fragen, die man sich jetzt stellen kann, ist, wenn ich einen begrenzten Vorrat an Polyomino-Bausteinen habe, zum Beispiel sagen wir mal nur den, ich darf nur den benutzen, kann ich damit die ganze Ebene parkettieren? Also mit parkettieren, ich stelle mir jetzt nicht nur vor, ich soll das Wohnzimmer von Oma parkettieren, sondern gleich die ganze unendliche Ebene. Ist das möglich? Was meinen Sie denn zum Beispiel bei dem, wenn ich nur diese Teile habe? Davon habe ich so viel, wie ich brauche, aber nur die. Kann man damit so lückenlos die ganze Ebene parkettieren? Dann ja. Wenn Sie das so sagen, dann glaube ich Ihnen das mal,
Dann male ich das mal hin, wie das zum Beispiel geht. Man könnte zum Beispiel einen Stein hier so hinsetzen und dann könnte man vielleicht den nächsten hier so daneben setzen. Und jetzt sehen Sie, dass es in dieser Richtung einfach immer so weitergeht. Also jetzt müsste ich hier wieder einen höher, den hier hinsetzen. Und dann kann ich hier unten einen ransetzen. Und das kann ich jetzt nach da weitermachen und nach da weitermachen. Und entsprechend kann ich hier auch immer weiter solche Schrägen hinsetzen, sodass irgendwann die ganze Ebene ausgefüllt wird. Und es ist offensichtlich, dass keine Lücken bleiben werden. Und ich darf natürlich auch nicht, habe ich jetzt nicht erwähnt, aber das ist hoffentlich klar, die Parkettteile übereinander legen. Das ist natürlich auch nicht erlaubt. Ich darf jetzt nicht die so ein bisschen verschieben, wenn es nicht passt, und den einen übereinander legen, sondern die müssen schön das Ganze ausfüllen. Aber wenn ich jetzt nur dieses Teilchen zur Verfügung habe, dann geht das offensichtlich. Jetzt kann ich mir natürlich ohne Probleme irgendwelche Bauteile konstruieren, mit denen das garantiert nicht geht. Wenn ich das hier nehme, sagen wir mal sowas. Dann werden Sie sehr große Schwierigkeiten haben, sich damit was zu bauen. Sie können das mal probieren. Sie werden aber sehen, dass das mit ziemlicher Sicherheit nicht klappen wird. Sollte ich jetzt doch aus Versehen irgendwas gemacht haben, was doch klappt, dann kann man das auf jeden Fall noch schwieriger machen, sodass Sie es nicht hinbekommen. Vielleicht machen wir vorsichtshalber, weil Sie schon so zweifelnd gucken, hier noch so ein Ding rein. Also jetzt sollte es, glaube ich, garantiert nicht mehr klappen. Wenn Sie dieses Teilchen hier haben, klappt es nicht mehr, ne? Das heißt, um jetzt mal langsam der Aufgabe näher zu kommen, um die es eigentlich gehen soll. Was wir nachher wollen ist, Sie können sich das ja schon denken vielleicht, wir wollen einem Computer so einen Haufen Bauklötze hinlegen und sagen, geht das oder nicht. Und wenn wir dem Computer diesen Bauklotz hier geben, dann soll er sagen, das geht. Und wenn wir dem Computer diesen Bauklotz geben, dann soll er sagen, das geht nicht. Aber das wäre noch zu einfach. Wir machen die Aufgabe noch ein bisschen schwerer, weil der Computer nämlich eventuell nicht nur einen Bauklotz als Eingabe bekommt, sondern mehrere. Es kann nämlich sein, dass wir dem Computer zusätzlich noch den folgenden Bauklotz geben. Den hier. Und wenn Sie jetzt, wenn ich mich nicht verzeichnet habe, scharf hinsehen, dann sieht das ja schon so aus, als würde dieser genau hier reinpassen. Das heißt, wenn wir dem Computer beide geben, dann soll er sagen, klar, das geht, damit kann man die Ebene parkettieren, weil ich ja den hier nur reinsetzen muss, die passen genau zusammen, dann habe ich ein Rechteck und mit diesen Rechtecken kann ich dann ganz wunderbar die Ebene parkettieren. Das ist der Job, den unser Computer haben wird. Aber bevor ich Ihnen da noch mehr zu sage, können Sie das vielleicht selbst auch mal überlegen. Dazu muss ich Ihnen nur erstmal ein paar Bausteine hinmalen, mit denen Sie spielen sollen. Ich zeige Ihnen die gleich wieder. Mache nur erstmal die Frage dazu. Die Frage ist, wie kann man die ganze Ebene parkettieren? Wenn man nur A-Polyominus benutzt, wenn man nur B-Polyominus benutzt, wenn man C- und D-Polyominus benutzen darf. Kann sein, dass es immer geht, kann sein, dass es nur bei einigen Beispielen geht. Vielleicht geht es auch nie. Es wäre in allen drei Fällen möglich gewesen. Ich zeige Ihnen auch gleich wie. Aber vielleicht sollten Sie an der Stelle schon mal sich klar machen, wo eigentlich das Problem bei dieser Aufgabe ist. Also die eine Sache ist, wie lange muss ich rumprobieren, um eine Lösung zu finden? Die kann ja beliebig kompliziert werden, die Lösung. Und die andere Sache ist, wenn es nicht geht, wie kann ich dann begründen, dass es nicht geht? Das ist ja eventuell sogar noch schwieriger. Denn Ihr Computerprogramm soll ja, wenn es Nein antwortet, korrekt antworten. Also wenn die Antwort Ihres Programms Nein ist, dann soll das heißen, es ist unmöglich. Und das soll nicht nur heißen, ich habe jetzt so lange probiert, dass ich keine Lust mehr habe. Darum ist es offensichtlich wohl nicht so einfach, so ein Programm zu schreiben. Wir gucken aber vorher noch mal kurz, wie das ginge. Bei den ersten beiden zumindest war es, glaube ich, nicht so schwer. Hier kann man einfach das Ding immer so ein bisschen versetzt reinbauen. Und hier oben dann auch. Und dann machen Sie einfach immer weiter. Und dann haben Sie so eine Figur, die in solchen Treppenstufen immer 1, 2, 1, 2, 1, 2 hochgeht. Und dazu passend haben Sie hier auch diese Stufen 1, 2, 1, 2, 1, 2. Das heißt, dieses Ding, was sich jetzt hier und hier immer weiter spinnen lässt, das können Sie dann versetzt gegeneinander setzen. Dann haben Sie die ganze Ebene parkettiert. Und dieses hier ist, glaube ich, noch einfacher.
weil sie hier ja eigentlich nur das Ding umdrehen müssen. Sie nehmen den Stein, drehen den um 180 Grad, dann passt der Stein hier unten rein. Also diese Ecke drehen sie hier so rein und dann sieht das Ganze insgesamt so aus. Und dann haben sie insgesamt ein 1, 2, 3, 4 mal 3 Rechteck. Und mit Rechtecken kann man natürlich ganz super die Ebene parkettieren. Das ist also überhaupt kein Problem. Das, was wahrscheinlich am schwierigsten war, ist das hier. Da ist die Möglichkeit, die mir eingefallen ist, die, dass man dieses Ding um 90 Grad dreht und diese Ecke hier, diese hier reinpasst. Das heißt, Sie würden jetzt hier so um 2 rausgucken, dann müssten Sie hier so rausgucken, so. Und hier oben haben Sie ja dieses Zackenmuster. Das haben Sie hier so reingesetzt, das Stück. Und das, was Sie jetzt hier oben gemacht haben, also dieses Stück, was aus Zweien zusammengesetzt ist, das setzen Sie komplett hier unten wieder dran. Also dieses Schwarze, ich nehme mal die gleichen Farben, müsste jetzt hier rangesetzt werden, so. Das habe ich vergessen, das muss auch noch dabei sein, so. Dann haben Sie das hier dran und das Blaue würde dann unten wieder ranpassen, da können Sie also so weitermachen. Und wenn Sie da jetzt mal schauen, dann werden Sie sehen, dass Sie hier immer so kleine Lücken haben, zu denen genau diese Zähne hier sozusagen passen. Das heißt, dieses Ding können Sie jetzt in die Richtung und in die Richtung beliebig verlängern und dann bekommen Sie hier genau die fehlenden Stücke, die dazu passen. Also das ganze Stück etwas versetzt rechts und links können Sie da wieder ransetzen und dann haben Sie die ganze Ebene parkettiert, ne? Dann haben Sie lauter so Streifen, die Sie aneinander setzen können. Und jetzt zu unserer Frage. Die Frage wird dann halt folgendermaßen wieder aussehen. Wir hätten gerne einen Algorithmus, ein Computerprogramm. Das Computerprogramm bekommt als Input einen Stapel Polyominos. Zum Beispiel gibt man ihm diesen hier und dann noch den hier und vielleicht noch den. Das ist der Input für das Computerprogramm. Und das Computerprogramm soll als Output, weil es ja ein Entscheidungsproblem ist, sagen ja oder nein. Die Antwort ja bedeutet ja, man kann die Ebene mit diesen Steinen parkettieren. Nein, man kann es nicht. Und wie Sie sich schon denken können, ist das auch eine Sache, die nicht geht, von der man beweisen kann, das ist 1970 auch geschehen, dass es unmöglich ist, so einen Algorithmus zu schreiben. In dieser ganz allgemeinen Form geht das nicht. Und tatsächlich sind das auch wieder Dinge, für die es auch Anwendungen gibt. Das ist zunächst mal einfach ein theoretisches Problem gewesen, was für sich schon interessant und spannend ist. Aber es gibt hier auch Anwendungen, die was zum Beispiel mit der Konstruktion von Chips und ähnlichen Dingen zu tun haben. Und übrigens, ich habe am Anfang ja Tetris erwähnt. Es gab dann auch einige Mathematiker, die es nicht lassen konnten, diese Fragestellung auf Tetris anzuwenden und etwas zu modifizieren. Tetris ist ja gleichzeitig einfacher und schwerer als unser Problem. Einfacher ist Tetris, weil man nur eine begrenzte Anzahl von Bausteinen hat. Es geht ja nur um diese Vierer-Bausteine. Schwerer ist Tetris, weil bei Tetris ja immer wieder Steine verschwinden können. Wenn Sie eine Ebene parkettieren, dann fügen Sie ja immer nur Steine hinzu. Bei Tetris kommen Steine hinzu, aber es verschwinden auch wieder Steine. Und man kann sich auch Entscheidungsfragen für Tetris stellen. Zum Beispiel könnte man die so formulieren, wenn ich einem Computerprogramm vorher eine bestimmte Abfolge von Tetris-Bausteinen gebe und sage, diese Tetris-Bausteine fallen auf dein Tetris-Feld runter in einer bestimmten Reihenfolge und bestimmten Positionen. Kannst du dann grundsätzlich immer entscheiden, ob das Feld, das Tetris-Feld am Ende leer ist oder nicht. Und man konnte wirklich beweisen, 2005 wohl ist das geschehen, dass auch diese Frage nicht entscheidbar ist. Also selbst Tetris ist für Computer eigentlich zu schwer.